Ein Hoch auf den Überwachungsstaat. Das ist wie Exhibitionismus, aber man bezahlt Leute dafür, einen anzusehen. Machst du kleine Shows für die? Aber hallo, Billardshows. Warum überrascht mich das nicht? Ich weiß eben, was ich kann. Und mit Billard meine ich Taschenbillard. Oh, ja, verstanden. Ich habe mir diese Datensharing-Sache des Studios mit Bloom genauer angesehen. Folgendes. Das Studio lässt sie einen Teil der Benutzerdaten verwenden. Aber Bloom greift ohne Wissen des Studios auf mehr zu. Und das Studio bemerkt nichts? Nein. Das Studio nutzt die CTOS-Infrastruktur. Und über genau die passiert es. Josh hat wohl recht. Bloom nutzt es, um die Gesichtserkennung durch Emotionsmuster zu verbessern. Dazu dann noch die Profiler-Daten? Und was haben wir? Die Geburt eines fiesen prädiktiven Algorithmus. Genau so sehe ich das auch. Weißt du, ich habe eine gecrackte Version von Home Vanilla bei mir zu Hause. Hab direkt nach der Installation die Serververbindung getrennt. Aber läuft auch ohne perfekt. Was ist mit den Aufzeichnungen? Ich habe ein Algo meines normalen Tages, der ungewöhnliches Verhalten markiert. Das System pingt mich an, wenn ich nach Hause komme und ich schaue mir die Videos vor dem Löschen an. Wenn ich sie will, kopiere ich sie auf USB oder auf meine alte Win95-Maschine, ohne Netzwerkkarte. Schon was Cooles erwischt? Meistens mein Nachbar, der mir meine Geranien klaut. Offenbar glaubt er, dass die nachwachsen. Aber ich kaufe am Wochenende immer neue. Nie mit ihm drüber geredet? Egal, was es mich kostet, neue zu kaufen. Das ist ein kleiner Preis dafür, einem Ninja-Opa dabei zuzusehen, wie er sie aus dem Blumenkübel klaut, als wäre er in Ocean's 11. Okay, das war gute Arbeit. Ich sag nicht, dass du mir die Schuld gibst. Ich sag nur, ohne die richtigen Komponenten. Hey, hey, hey! Okay. Was ist das für ein Scheiß? Hab was für euch. Oh. Cool, wir haben's geschafft. Sehr gut, Mann. Gut gemacht. Genau das. Hey, kein Bull mehr. Das ist flüssiges Kokain. Nicht so die beste Idee für Josh. Nope. Keine Chance. Und los geht's! Yeah! Wow! Ja, ich wollte euch allen nur noch kurz sagen, euch allen, ich trinke auf Yes! Sie sind verdammt nochmal die Besten im Hacken,
kodieren und raus klauen. Damit, Bruder. Sag raus den Kopf, wie sie das gesagt haben. Aber auf uns, that's it. Okay, Mann. Jetzt müssen wir ein Smart Home finden und den Server hacken. Oh. Wie sieht's beim Modell aus im Ahead-Komplex aus? Mal sehen. Die Sicherheit ist niedrig. Da kann man gut den Zero-Day testen. Sollte? Klingt dir wieder sehr positiv. ¿Dónde está el Patty? No es... Verstehst mich, oder Hundi? Ja, gut so. Du und ich, wir wissen, wie es läuft. Hey Leute, der Zero Day funktioniert. Ich bin drin. Super gemacht, Marcus. Sieh dich mal in dem Haus um. Horm speichert alle Nutzerdaten lokal. Wenn du Zugriff auf das Material mit den Leuten hast, die das Haus ansehen, reicht das aus, um Alarm zu schlagen. Verstanden.
Security ist auf dem Weg. Eindringling in Sicherheit. Es ist alles in Ordnung. Nicht zu vermelden. Rückkehr auf Alarmstufe normal. Lasst euch nicht von ihm erwischen. Was? Haben Sie das? Willkommen bei Home, im Smart Home. Während Sie die Tour durch unsere Anlage genießen, nehmen Sie sich Zeit, sich richtig umzusehen. Öffnen und nutzen Sie jedes Objekt nach Ihren Wünschen. Dies ist Ihre Erfahrung, Ihre Reise. Und wenn Sie sich dann entscheiden müssen, bedenken Sie, es ist kein Heim, wenn es kein Home ist. Einheiten auf Posten. Unbefugter Zutritt. Lasst euch nicht von ihm erwischen! Du! Da drüben ist doch... Hey Leute, der Server war eine Pleite. Was?
Was meinst du? Du hattest Zugang. Das ist nur eine Weiterleitung. Die Daten werden woanders gespeichert. Nein. So funktioniert diese Hardware nicht. Wenn sie was anderes installiert hätten, hätte ich... Josh? Bist du noch da? Der liest im Schnelldurchgang eine Reihe firmeninterner Memos. Wir melden uns wieder mit dem Wie. Du suchst das Warum. Bin dran. Hier Leitstelle. Wir haben einen aktivierten Alarm. Bitte reagieren. Gesichert. Rücke vor. Ein Alarm wurde ausgelöst. Agenten sind unterwegs. Hallo, Mensch. Hi. Es tut nicht weh. Versprochen. Leute, ich nähere mich dem Datentrichter. Ich muss mich irgendwo reinklinken. Okay, dann mal los. Wow, Home führt hier die Streams von überall zusammen. Ich glaube nicht, dass wir hier nur 2.0 vor uns haben. Du hast recht. Es ist viel zu viel Zeug für die begrenzte Anzahl an Geräten, die schon online sind. Ich tauche mal in ihr System ein. Mal sehen, wo all die pikanten Informationen landen. Sag uns, wie es läuft. Ist das sicher? Sicher.
Okay, ich öffne das Schleusentor. Jetzt. Oh Gott! Das holt Humanai hier runter. Jemand ist in den Server rein. Lokal. Wir wissen nicht, was sie haben und mit wem sie arbeiten. Lassen sie nicht entkommen. Nichts zu vermelden. Bleep, beep, bloop. Marcus, was hast du gemacht? Was meinst du? Ich habe euch die Tür aufgemacht. Und gleichzeitig Holmes Sicherheitsdienst alarmiert. Die müssen ein Hilfssystem haben, das ihre Verbindungen überwacht. Zieh den Kopf ein und warte. Wir saugen alles so schnell wie möglich runter. Okay, beeilt euch. Meine Systeme laufen optimal. Hey! Moment mal. Und was? Hier! Was? Nicht cool. Gar nicht cool. Sitara, was sieht er? Holm packt die User zusammen in verschiedene Streams und verkauft dann den Zugang an andere Firmen. Überwiegend wohl Krankenversicherungen. Na und? Wenn du zu oft Pizza bestellst, schießt du deinen Beitrag hoch. Und Holm kriegt Provision. Wow, heimtückisch. Das war erst der Anfang. Wir gehen alles durch und sammeln die pikanten Details fürs Enthüllungsvideo. Was macht der Typ da? Warum hat er denn eine Klobürste im Arsch? Spoiler! Spoiler! Vorzubereiten? Ich soll das Ding hacken, oder? Tech-Hater, Mann. Bin unterwegs.
Kann's losgehen? Ja, Sir. Übrigens, nette Lackierung für den Kleinen. Ja. Ich glaube, wir haben uns bald einen Urlaub verdient. Bist du dabei? Ich wollte schon immer mit Delfinen schwimmen. Nein. Stachelrochen wären cool. Oh, vergiss es. Die Biester haben den Crocodile Hunter gekillt. Die sind hinterhältig. Veto. Okay, du hast nur ein Veto. Also Delfine. Ach komm, Marcus. Die sind auch hinterhältig. Echt? Warum? Ich habe so eine Doku gesehen. Ein Freizeitpark stellt nachts Delfinkameras auf, weil ständig Leute ermordet werden. Und tatsächlich haben sie am nächsten Morgen ein 1A-Snuff-Video mit Delfinen. Klingt mehr nach Killerwahl. Nein. Delfine, Mann. Flipper, Flossen, Blaslöcher. Wie läuft's denn bei euch, Jungs? Stachelrochen und Killerwale sind raus. Aber Delfine stehen noch zur Auswahl. Oh nein, tun sie nicht, jo. Gute Wahl mit den Rochen. Die haben den Crocodile Hunter gekillt. Jo. Ich bin gerade total verwirrt. Worüber reden wir überhaupt? Wir koordinieren die Winkelanpassung, die nötig ist, um Daten über Richtfunkanlagen zu übertragen. Braucht ihr dabei Hilfe? Nein, passt. Ich werde einfach hierbleiben. Ich reagiere allergisch auf enge Räume und Uniformen.
Beginne Neustart in 3, 2, 1. Drin. Klasse. Jetzt musst du nur noch zur Spitze des Turms klettern und die Schüssel auf WKZ ausrichten. Sag das nochmal. Das war nur ein Witz. Der Aufzug ist schon auf dem Weg nach unten. Danke, Josh. Du bist schon mal aus einem Flugzeug gesprungen, oder? Tja, Mann, ich habe eins abstürzen lassen. Warst du schon mal Bergsteigen? Na klar. Und beim Stieren? Oh, scheiße, nein. Ja, genau. Was ist dein verdammtes Problem mit Tieren? Mann, scheiß auf Tiere. Wir sind im Krieg mit den Viechern. Die entwickeln sich und wollen uns in der Nahrungskette ersetzen. Je weniger die über uns wissen, desto besser. Halt, sogar Welpen? Vor allem die verdammten Welpen. Die haben die Gesellschaft infiltriert. Die lernen, was wir sind. Shit. Ja, wir holen dir einen Welpen. Hey, mach mich nicht zu einem Kerl, der Welpen tritt, Marcus. So einer will ich nicht sein.
Jetzt müsste es klappen. Nur noch die Feineinstellungen und so. Sieht gut aus. Josh und ich sind unterwegs. Oh, bring die mit. Hey, hey. Schicke Aussicht. Ja, schon gesehen. Flieg, Lightfoot. Und jetzt werden wir Zeugen einer schönen Blamage. Ist das auch richtig konfiguriert? Alter, ich quatsch dir auch nicht in deinen Kodierscheiß rein, oder? Leute, seid still. Ich hab's. Hier mit dem CEO von Home, der eine Überraschung hat. Oh, er hat eine Überraschung für Sie, okay. Ich habe unser neuestes Gerät dabei und präsentiere voller Stolz Home 2.0. Fuck yeah! Mit einem einfachen Tastendruck können Sie... Das ist das DeadSec-Logo. Shit. Oh, tut mir leid. Oh mein Gott! Klasse! Ausschalten! Das reicht, das war's. Okay? Bürger des digitalen Zeitalters, willkommen. Home dachte, sie könnten euch täuschen. Sie verkaufen euch ein fortschrittliches Smart-Home-System, versprechen Privatsphäre, Sicherheit und mehr Komfort. Home verkauft eure Gewohnheiten, denn tatsächlich zahlt ihr eine monatliche Gebühr für das Privileg, an den meistbietenden Verkauf zu werden. Es ist Zeit aufzuwachen. Fordert eure Persönlichkeitsrechte zurück. Wenn ihr die Informationen nicht kontrolliert, wird es ein anderer tun. Ihr könnt die Unternehmen bitten, euch gut zu behandeln, oder ihr nehmt die Sache einfach selbst in die Hand. Der Zeck hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Eine Demütigung! Steven! Das war ein Tiefschlag, mein Freund. Kann passieren. Du blasiertes Arschloch, du hast gesagt! Nicht dein klügster Zug, Steven. In letzter Zeit hast du so einiges richtig verkackt. Setz dich. Mann, ich gab dir die Mittel, um... Du weißt schon... mit all diesen Daten aktiv zu werden. Und du hast es total versaut, und zwar im Fernsehen, Mann. Vermutlich macht gerade irgendwer ein Autotuning mit deinem Interview. Finger weg von DeadSec. Die sind meine Baustelle. Du musst dir nur überlegen, wie du meinen Anwälten erklärst, dass du mich angegriffen hast. Wird's denn gehen? Wird's denn gehen? Sag ja. Ja. Na bitte. Ich hol dir mal ein Glas Wasser. Marcus, du musst sofort hierher zurückkommen. Was ist denn los? Nichts Gutes. Mach schnell.